Und damit willkommen zurück bei Caligula Zockt, liebe Freunde. Wir spielen weiter The Last Guardian und beim letzten Part habe ich hier wie ein Irrer bin ich hier rumgelaufen, auch draußen jetzt außerhalb, hinter Trico zu sehen, in dem Areal, um einen weiteren Weg zu finden. Und siehe da, ich meine ihn gefunden zu haben. Und zwar stehen wir jetzt hier oben, wir sind jetzt hier in den Eingang reingelaufen und da ist so ein kleines, so ein eingestürzte Ruine hier oder was es sein soll. Da bin ich einfach mal hochgeklettert und es scheint wohl hier weiter zu gehen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wissen tue ich es nicht. Hopp. So. Wow. Okay, jetzt ist der Kollege hier oben raufgesprungen. Das heißt, wir könnten jetzt den Schwanz benutzen, oder? Sehe ich das falsch? Trico, was erzählst du, was willst du mir jetzt sagen? Okay, wir klettern jetzt mal an den Schwanz hoch. Das ist ganz unangenehm bei der Kameraführung, Leute. Also es kann auch leicht mal in die Hose gehen. Wir klettern jetzt an Trico hoch. So. Jawohl. Ah, und am Kopf dann da rüber, oder? Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Na, jetzt mach hier keinen Abgang, Kollege. Hoch. Und zack. Gut, jetzt sind wir hier oben. Schauen wir uns hier mal um, was hier so Schönes gibt. Hier nix. Ja, jaul doch nicht immer rum, ich komme doch gleich wieder. Trico, Mensch. So, da hinten ist was zu essen für Trico, sehe ich gerade. Dann springen wir mal da rüber. Wow, wow, wow. Oh, das war jetzt ganz knapp. Oh, Mann, ey, das ist echt. Also, die Kamera manchmal, Leute. So, aufheben war so, ne? Ja. Hier, Trico, hast du was zu fressen. Hüpp. Wunderbar. Wunderbärchen. Hier kann man nicht rüber. Das glaube ich eher weniger, weil hier würde es auch nicht weitergehen. Dann schauen wir uns hier mal um. Hier das gleiche in grün. Hier. Nochmal das gleiche. Hier geht aber eine Treppe runter. Da irgendwelche Scherben liegen da rum. Oh. Und hier ist ein Hebel. Können wir nochmal einen Hebel betätigen? Okay. Was mir das Spiel jetzt sagen möchte, ist mir jetzt nicht so ganz bekannt, dass es da runtergefallen ist, aber wir werden vielleicht das herausfinden irgendwie. Und Trico hat schon wieder Angst oder so, ich weiß es nicht. Nee, hat nicht Angst. Will einfach nur zur Seite gehen. Gut. Dankeschön, Trico. So. Erstmal hier unten schauen, was wir haben. Hier irgendwas? Nee. Hier. Kleiner Gang. Vielen Abs. Okay, Glühwürmchen schwören da um die Lampen rum, das ist auch nicht schlecht gemacht. Dann könnte ich hier lang gehen. Trico ist direkt hinter uns, habe ich gerade gemerkt. So, hier lang. Oh, ziemlich groß hier das Areal. Okay, wir gehen erstmal, bevor wir hier lang gehen, gehen wir erstmal, ich glaube, da noch einen Weg gesehen zu haben, bevor wir hier reingegangen sind. Bevor wir hier diese Abzweigung genommen haben. Und zwar waren wir erst unten. Sind da von da gekommen. Hier, glaube ich, geht es irgendwo. Und da sind wir gekommen. Hier lang vielleicht irgendwas. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Gar nichts, nee. Also müssen wir doch nach unten. Okay, ich komme ja schon, Trico. Da bin ich ja. Hallo.
So, dann werden wir mal sehen, was hier Neues auf uns wartet. So. Muss ich hier einfach runterspringen? Ich ruf mal Trico her. Ah, ne, hier geht's runter. Sehe ich gerade. Wo ist er denn? Trico. Da kommt. Ja, ich komme ja schon. Los, hierher. Na, endlich. So, jetzt gehe ich mal hier runter. So. So. Da unten ist wieder was zu essen. Ich glaube, du kannst runterkommen, Trico. Wow! Hau ab! Oh, Trico wird wieder beschmissen. Was muss ich jetzt machen? Muss ich einfach nur wegrennen und warten, dass Trico die erledigt? Ich weiß es nicht. Ah, warte, ich kann die doch. Ah ne, ich habe den Spiegel verloren. Ich habe den verdammten Spiegel verloren, Leute. Okay, die scheinen jetzt tot zu sein. Wenn ich jetzt richtig sehe. Ja. Kann ich das aufheben hier, diese Waffe? Nee, kann ich nicht. Gut. So, hier. Brav. Kaputt gemacht, die Kollegen. Jetzt hast du hier was zu essen verdient. Hier, Trigo. Da ist eine Tür, sehe ich gerade. Ja, Trigo, die sind tot. Die Rüstung brauchst du nicht jetzt in 1000 Stücke zerlegen, Kollege. Da, Happa, Happa. So, ein bisschen, ja, das sch schauen wir uns jetzt mal um hier. Na, hier ist nix. Also ich muss anscheinend zu dieser Tür gehen. Schweiger kommt irgendwie mit dem Essen nicht zurecht, ich weiß es nicht. Nee, das bewegt sich auch nicht. Ich kletter mal einen Trico hoch, mal gucken, was da was Neues gibt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ach, ein Speer entfernen, ja, das könnte ich natürlich auch machen. Wo ist er denn? Wo war er? Wo war er denn? Mach jetzt erstmal weiter. Speer kann ich später noch entfernen, hoffe ich. Boah, komm, ey. Oh, es nervt.
Wo hier den Speer rausziehen. Mensch, jetzt steht der falsch. Es ist so nervig manchmal, echt. Ich weiß manchmal nicht, was es von mir möchte. Und dann will ich irgendwo hin und dann willst du es wieder nicht. Könnte ausrasten manchmal echt. So, jetzt hat er einen guten Kopf, jetzt hat er einen guten Kopf. Bleib da. Mensch! Es kann doch nicht sein! Oh, Mann, ey. Begreift dieses Vieh auch mal was, was ich von ihm möchte. Das nervt echt ab. Ohne Witz und Dollerei, es ist nicht mehr lustig hier. Komm hier raus mit dem Speer. Gut, Speer ist draußen. Manuk. Na hoch da! Ey, es ist der absolute Abspaß-Scheiß hier. Zum Teil. So, kann ich hier irgendwas machen? Da ist doch dieser Holzvorsprung. Da will ich hin. Und nicht irgendwo anders. So, jetzt bleibst du da stehen, wo du jetzt stehst. Hier ist er übrigens, der Speer. Den hole ich jetzt mal raus. So. Bin ich jetzt schon wieder falsch? Nee, bin ich nicht. Hoch mit deinem Kopf, hoch. Na endlich. So, das wollte ich hier seit 10 Minuten erreichen. So, dankeschön. Schauen wir uns hier mal um. Ganz hoch mit hochkommen hier anscheinend. Nichts weiter, keine Gefahr hier. Das ist Wasser, nehme ich jetzt mal an. Ja, ist Wasser. Oh, 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 oh. Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Gut, gut, gut. Trico ist da. Ich hoffe, Trico hilft uns.
Okay, ab nach oben hier. Ein bisschen in Sicherheit. Jetzt schauen wir uns mal nach hinten um. Also Trico ist jetzt mit den Soldaten da beschäftigt. Sollte jetzt hier erstmal für uns ein bisschen Zeit geben, uns hier umzugucken. Scheint alles in Ordnung gegangen zu sein bei Trico. Die Musik ist aus, die dramatische Musik. Die anscheinend die Kämpfe untermalt. Hat aber immer noch rosane Augen, also der hat immer irgendwas Angst, beziehungsweise eine Gefahr lauert irgendwo. Ich schaue mich erstmal weiter hier um. Also hier ist nur ein Fenster. Hier bin ich hergekommen. Hier könnte ich noch lang. Was ist hier? Geht's nur runter? Okay, also hier ist nichts weiter. Schauen wir uns mal weiter hier geradeaus um. Oh, ziemlich langer Gang. Es wird wohl wieder in einem in Soldatenaufmärschen enden hier. Ich laufe jetzt einfach mal. Hier liegt irgendwas am Boden rum. Okay, Trico kommt. Gut, also sind wir unser Rücken gedeckt, falls hier irgendwas passieren sollte. Wow! Achso, wie? Okay. Ist die Tür hinter uns zugegangen, beziehungsweise hinter Trico. Und hier ist doch wieder so ein Soldat, der zum Leben erwacht, oder? Du? Nee. Ah, hier ist ein Hebel. Okay, wow, 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 wow. Lass mich in Ruhe, hau ab! Renn! Noch mehr! Scheiße, jetzt renn in die falsche Richtung! Oder? Scheiße! Nein! Ich wollte gerade die Leiter hoch. Ich laufe jetzt mal geradeaus, muss die irgendwie loswerden. Ich probiere die ganze Zeit den Trico zu rufen. So, ich weiß nicht, ob die auch Leitern hochklettern können, ich weiß es nicht. Ich renne jetzt einfach mal. Was ist hier? Hier kann ich mal was ziehen. Ich ziehe, soweit es geht. Okay. Anscheinend war nur der Schwanz eingeklemmt von Trico, oder? Wie in dem... Gut. Die Soldaten sind jetzt mit Trico beschäftigt. Scheint also alles gut gegangen zu sein.
muss sie irgendwie weglocken, weil es sind ganz schön viele, mit denen Satriko zu tun hat. Ich renne jetzt einfach mal hier raus. So. Probier mich nicht erwischen zu lassen. So. Ah, diese Steuerung. So, lauf, lauf, lauf. So, als Glocke stehen dahin. In Sicherheit gehen hinter Trico. Oh, da ist ja noch einer. Ah. Okay, ich komme, Trico, ich komme. Wir müssen ins Freie, damit er irgendwie sich besser bewegen kann. Komm raus, komm raus. Los, los, los. Gut, es scheint es gewesen zu sein. Hast du wieder Speere drin, die ich rausziehen kann? Aber die haben irgendwie alle mit Schwertern angegriffen. Ich weiß nicht, ob die Speere überhaupt hatten. Na gut, erstmal. Gut, den Kampf haben wir jetzt überstanden. Beziehungsweise Trico. Die haben da nicht viel dazu getan, außer den Schwanz befreit von Trico. Okay. Na gut. Weiter geht's. Gut, ein. Muss ich jetzt mal wieder beruhigen. Isoi. Gut, scheint da wieder normal zu sein. So, wo muss man denn jetzt hin? Oh, ist das groß, ey. Ja, ich weiß, der will uns bestimmt sagen, dass wir mal da oben hin müssen. Das weiß ich auch. Allerdings müssen wir anscheinend zu Fuß erstmal eine Runde gehen. Sind wir runtergepurzelt. So, hier ist die Rüstung. Die bringt uns nicht weiter. Hier geht's runter. Dann geh ich mal lang. Mal schauen, mal schauen. Auch wenn es jetzt eher bergab geht, anstatt bergauf. Aber na gut. Kann nicht immer steigend sein, alles. Ist wie im Leben. Gibt Höhen und Tiefen, so. Ach hier. Nee. Was will denn so... Ach hier ist irgendwas zum... Ach hier ist es... Habe ich gar nicht gesehen. So. Anscheinend war der Gang nur für das Fass gedacht. Also sprich, das ist die Belohnung am Ende des Ganges hier. So würde ich jetzt mal denken. Weil einen weiteren Weg habe ich noch nicht gesehen, also müssen wir wieder hoch. Kann ja auch rennen mit dem Fass.
Es kann sich nur um Stunden handeln. So, hier hast du dir wieder mal verdient. So, jetzt schauen wir uns mal da bei dem Gitter um. Vielleicht ist da irgendwas. Ach, ich kann nicht durch. Ach so. Okay. Mal hier schauen. Okay. Hier sind mehrere Essfässer für Trico drinne. Okay, die kann ich bewegen, aber erstmal muss ich raus. Oh, Trico ist ja schon hier. Wir sind ja hierher gekommen. Oben rüber gesprungen oder was? Ich will, dass er darauf tritt. Geht das? Ja, es geht tatsächlich. Hau rein. Kasato Wizi, Ikastani Wizi. Yeaho Wizi, Atiketan, Inoi Aronetu, Agishio Nizi. Yeti Sogazi, Inoik, Agiata O Riali. Yeti Ninaf, Autorikono, Atiajik, Ino Tuku, O Obastu Netebazi, Intrikuno, A Wizi. Okay. Halte R1, bewege den Jungen, um dem Tier Befehle zu erteilen. Okay. Okay. Nicht schlecht. Ata. Inoi Ari Kedinizi. Udo Ig, Onizi, Otrikono, Akuneta Nach, Atimetisizi, Atisakastu, Aukuilnezi, Akaronetu, Intrikono, Agodan, Apumachi, Yeirozi, Awizi. Wie niedlich das ist. Okay, jetzt ist wieder runtergesprungen, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber trotzdem richtig niedlich. Jetzt können wir denen sogar Befehle geben. Das bringt uns natürlich ein ganzes Stück vorwärts, weil manchmal wussten wir echt nicht einzuschätzen, was es jetzt von uns wollte. Aber jetzt mit den Befehlen erteilen ist es natürlich umso cooler. Kann ich da hoch irgendwie? Ah, steh auf. Gut, jetzt bin ich hier, wo ich hin wollte. Gut. Ja, das ist schon besser mit den Befehlen erteilen. Das macht uns die Sache um einiges leichter. So, springen wir mal hier rüber. Hupp. So. Hier geht Holz. Schauen wir uns hier mal ein bisschen. Ja, hier ist ja. Ah, doch, hier geht noch mit Leiter hoch. Ich
hoffe, er versteht jetzt, dass ich ihm will, dass er mir hinterherkommt, also beziehungsweise hier unten langläuft. Wow. Hier ist noch ein Hebel. Okay, jetzt ist die... Da, wo wir vorhin durchgekrochen sind, ist jetzt das Tor aufgegangen. Okay, ich verstehe. Was mir bei diesem Spiel ein bisschen so fehlt, muss ich sagen, ist die Tatsache, ob... Wow. Ist die Tatsache, ob wir wirklich auf der Flucht sind oder ob wir irgendwas suchen. Der Opa hat, also die Stimme hat ja zwar gerade gesagt, es geht um eine Flucht, also die Flucht, das Wort Flucht hat er in den Mund genommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir suchen auch was. Also das Gefühl von Flucht habe ich jetzt nicht, außer es sei denn, sind Soldaten hier unterwegs, aber sonst eigentlich eher nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihm den Befehl geben kann, hierher zu kommen und dann mit mir hier rüber zu springen. Das ist, glaube ich, ein bisschen weit. Wir probieren es mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Oh doch, das kann er. Jawohl. Also mit den Befehlen erteilen ist echt cool gemacht, muss ich sagen. Und es ist echt eine Hilfe. Wir werden wieder warm. Wir werden wärmer und wärmer mit den beiden, mit den beiden Kollegen, sage ich schon, mit Trico. Bin anscheinend so müde, ich rede nur Blödsinn. So, jetzt sind wir hier drüben. Was können wir hier drüben machen? Gibt es Zeichen, dass wir da wieder durchkrabbeln können, oder? Ne, das ist jetzt der komplett abgesperrter Laden. Hier an den Seiten? Wow, hier nicht. Ist hier irgendwas? Ne. Hier ist auch nichts. Was können wir denn hier drüben machen? Ah, wir müssen bestimmt wieder auf Schweiger hoch und dann irgendwie klettern. So. Schauen wir mal. Der krüppelt da manchmal oben auf dem Rücken rum, das ist echt grausam. Beweg dich mal hier irgendwie ein bisschen. So, hier sieht er schon mal ganz gut aus. So. Jetzt musst du mich in die Richtung bringen. Ja, hier bringt's mir nichts. Das reicht nicht. Na komm. Ja, schon besser. Los, weiter, hopp. Jetzt hoch mit dem Köpfchen, hopp. Ob das reicht?
Mensch! Es ist manchmal echt grausam, Leute. So, jetzt habe ich es geschafft. Aber Mann, es war ja wie eine schwere Geburt. Hoch hier. So, hier ist eine Leiter, die ich ja gar nicht gesehen habe. Na toll. Hier ist ein Holzpfad. Holzsteg. Okay. Wow! Ah gut, nur richtig schnell abstürzen kann man hier eigentlich zum Glück nicht. Kann ich hier reinklettern? Ja, anscheinend. Okay. Okay, da unten dreht sich was mit Lampen oder sowas. Das ist sowas ähnliches wie eine Überwachungskamera oder so, ich weiß es nicht. Okay. Wird dann wohl der nächste Auftritt sein. Also da hinten ist der Hebel, der das Tor aufmacht, den sehe ich. Denke ich zu wissen, und zwar. Ja, das scheint da zu sein, da neben der Tür, neben dem großen Tor. Wir müssen uns anscheinend an diesen Lampen irgendwie vorbeischleichen. Also hier oben sehen sie uns nicht, aber natürlich ist der Hebel natürlich unten. Bringt uns also nicht viel, dass wir hier oben sind. Wir schauen uns mal weiter hier oben um. Irgendwo muss es ja irgendwie runtergehen. Ich kann ja nicht erwarten, dass ich mich runterplumpsen lasse. Okay. Mal hier lang. Fallen lassen. Wolltest du uns irgendwie? Ich weiß nicht, ob das geht. Scheint nicht der Sinn der Sache zu sein, was ich jetzt vorhabe. Ich wollte mich jetzt an dem Pfahl hier vorbeischleichen, also vorbeihangeln. Wüsste aber nicht, wie das gehen soll. Also das scheint es nicht zu sein. Was passiert denn, wenn ich mich hier fallen lasse eigentlich? Kann ich hier doch jetzt? Kann ich jetzt mich vorbeihangeln? Nee, kann ich nicht. Also hier ist Endstation. Okay. So, jetzt bin ich hier unten. Ich probiere jetzt irgendwie zu diesem Schalter da zu kommen, wenn er sich erholt hat. So. Muss ganz dicht, glaube ich, an diesem Licht, damit ich genug Zeit habe, das Tor aufzumachen. Und Schweiko muss dann durchkommen und die beiden Dinger kaputt machen. So, ganz vorsichtig. So, jetzt schnell, 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 schnell.
Ja. Schweigo hat schon den richtigen Riecher. Die müssen zerstört werden, die Dinger, und zwar schnell. Nein! Okay, es hat gereicht. Gut, 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 gut. Da war noch einer. Gut, gut. Haben wir geschafft. Gut, das Tor ist offen. Trico ist drin. Yippie-yay. So, weiter geht's. Haben wir hier noch ein Tor vor uns. Müssen wir mal hier den. Kann man den noch benutzen? Mal den ganz aufmachen. Ne, das bringt nichts mehr. Gut. Also, der Hebel ist fertig. So, vielleicht können wir mit Trico hier weiterkommen. Der uns dann nach oben bringt. Schlag danach aus. Oh, es hat da noch einen Speer drinne. So. Ja, genau dahin möchte ich. Dankeschön, Trico. So, hier geht eine Leiter nach oben. Sind wir da nicht hergekommen? Sind wir doch hergekommen? Oder? Ne, sind wir glaube ich nicht. Sind glaube ich da hinten hergekommen. Ich probiere mal hier mal lang zu laufen. Mal gucken, wo ich rauskomme. Ne, hier sind wir. Hier bin ich glaube ich, oder? Ne, wie soll ich denn hierher gekommen sein? Das geht ja gar nicht. Nee, du kommst wieder zurück. Okay, hier geht's weiter. Jetzt eine Etage tiefer. Hoch, 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 hoch. Genau. Hier lang. Okay. Also in Real Life wäre ich schon längst abgestürzt und das wäre mein Ende gewesen, weil ich habe richtige Höhenangst. Und bei solchen Höhen ist das schon gar nicht mehr feierlich. Die Frage ist jetzt, hier geht's rein, ne? Ja. Schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Beziehungsweise reinkommen. Das müsste jetzt in dem Raum hinter dem Tor sein. Sprich, Trico befindet sich hinter dieser Tür. Gut, wissen wir ja Bescheid, was wir zu tun haben. Wir müssen nämlich wieder zu diesem Hebel und genau das gleiche sozusagen in grün. Ich könnte mir mal vorstellen, weil hier sind drei, dass wir da ein bisschen mehr aufpassen müssen. Und dann müssen wir uns Schritt für Schritt hier durcharbeiten durch diese Ruine.
Alles klar, dann wissen wir Bescheid für den nächsten Part. Ich muss sagen, es mit diesem Befehl erteilen, das ist, macht das Spiel und das ganze Gameplay natürlich nochmal richtig viel einfacher. Man kann jetzt sich mit Schweiko sozusagen unterhalten auf Deutsch. Also wenn man jetzt von Mensch zu Mensch ist es schon fast. Also man kann ihm Befehl erteilen, wo er hinzugehen hat. Und dann kann man einfach auf ihn raufklettern oder ihn andersweitig benutzen, um ihn dann so als Hilfe zu benutzen. Das ist schon sehr gut gemacht. Und bringt uns natürlich ein ordentliches Stück weiter. Wir sind doch ordentlich vorangekommen, muss ich sagen. Haben viel erlebt, viele Kämpfe, viele Hindernisse überwunden. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play The Last Guardian. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, euer Caligula zockt.